Ein paar Mal umschauen und ein bisschen schnuppern. Vorsichtig erkundet das Schwarzbärenjungtier Nan-an seine neue Umgebung. Weiter geht es aber auch vorerst immer noch unter Aufsicht, in einem Gehege des Forstamts. Dort soll das Jungtier vor seiner Entlassung langsam an das Leben in freier Wildbahn herangeführt werden. Wanderer in Hualien fanden den kleinen Schwarzbären im Juli dieses Jahres in der Nähe des Nan-an-Wasserfalls. Damals musste Nan-an zunächst erst wieder aufgepäppelt werden. Laut Forstamtsmitarbeiterin Frau Schill aber mit einigem Erfolg. Gesundheitlich geht es ihm schon sehr gut. In den kommenden Monaten wird er trainiert, um im April oder Mai nächsten Jahres wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden. Bis es soweit sein kann, soll das Jungtier aber erst noch lernen, seine eigene Nahrung aufzuspüren und möglichen Gefahren aus dem Weg zu gehen.